Ja, denn nur Noah Atubolu, Freiburgs Torwart, heute vom Bundesliga-Kader mit dabei. Alle anderen wie Weishaupt oder Schade in Wolfsburg. Die erste reist nämlich direkt nach dem Spiel weiter Richtung Osnabrück zum DFB-Pokal. Freiburgs Coach Thomas Stamm daher zum Rotieren gezwungen. 4 neue im Vergleich zum 0-3 auf dem Betzenberg. 21 Jahre Durchschnittsalter der Freiburg-Youngster von links nach rechts. Die Spieleröffnung übernimmt aber der Oldie, Braun Schumacher. Präzise auf Ontu Jans und der erste Abschluss. Nach wenigen Minuten mit guter Energie starten die Freiburger Youngster. Ontu Jans, der Lette, kam im Sommer von Bayerns Nachwuchs in den Breisgau. Und der SC will die 4-Spiele-Sieglos-Serie beenden, das merkt man in der Anfangsphase. Mehr Spielanteile für die Gastgeber, der SC löst sich hier geschickt. Leopold, toller Steckpass auf Ontu Jans. Führung Freiburg. Und sie ist verdient in der 16. Minute. Ein Angriff, den sich der SC als Musterbeispiel aus der Videoanalyse klippen kann. Toller Steckpass, toller Schnittstellenpass von Leopold und Ontu Jans. Dann abgezockt. Erstes Tor im 5. Spiel für Freiburg. Holt sich noch einen Rüffel ab, weil er direkt vor der Ferlerkurve gejubelt hat. 4 Minuten später, Ferl noch ohne Offensivszene. Dann diese Szene, der Ball rutscht durch von Rosenfelder und Putaro gegen Atubolu. Da kommt Petkov. 1-1, postwendend die Antwort. 5. Saisontor schon entscheidend, aber der Klops von Max Rosenfelder. Dem rutscht der Ball unter der Sohle durch. Atubolu hält dann noch gut gegen Putaro, aber Petkov den Schritt schneller als Braun Schumacher. 11 von 16 Punkten holte Ferl noch nach Rückstand. Hier sieht man warum, wenn auch in dem Fall unter Freiburger Mithilfe. Rückschlag für Thomas Stamm, der Schweizer seit Sommer Trainer, der zweiten zuvor 6 Jahre Freiburger A-Jugendcoach. 36. dann Ecke Freiburg. Abgeblockt, aber der SC bleibt dran. Risch, der Linksverteidiger, und Engelhardt. Erneute Antwort. 2-1. SC Freiburg, Yannick Engelhardt, Leihgabe von Werder Bremen, nickt den ein. Und auf der Tribüne ist Partystimmung. Nach Rischs Hereingabe Engelhardt mit allen Freiheiten. Ferls Keeper, der vom SC an die Ostwestfalen ausgeliehen ist, Niklas Tiede, aus kurzer Distanz ohne Chance. Kurzweilige Partie, Freiburg macht ein gutes Spiel und hat wieder eine Ecke. Noch vor der Pause wieder Leopold. Wieder kriegt's Ferl nicht geklärt und wieder drin. Jetzt klappt alles. 3-1 Max Rosenfelder. Vorhin noch mit dem Fehler vor dem 1-1. Jetzt rehabilitiert er sich, der 18-Jährige. Und die 900 im Dreisamstadion endgültig in Feierlaune. 41. Minute, ein Abziehbild zum 2-1. Wieder kriegt's Ferl nicht geklärt. Wieder kriegt Freiburg den zweiten Ball. Rosenfelder, wieder Kopfballtor, alle SC-Torschützen mit ihrem ersten Drittligatreffer. Und das vor malerischer Kulisse rund um die Dreisam. 3-1 die Pausenführung Freiburg, bislang nur mit 8 Toren in 12 Spielen. Der Auftritt heute entschädigt für vieles. Zweite Hälfte, Ferl wechselt gleich dreimal durch, unter anderem neu drin Pascal Steinwender. Fehlt nicht so viel kurz nach dem Seitenwechsel. Die Gäste drücken jetzt. Freiburg verteidigt das bislang, aber im Großen und Ganzen ordentlich. Knappe Stunde dann rum, dann aber leichtfertiger Ballverlust und das Duell Petkov gegen Rosenfelder. Ganz leicht schüttelt der Rosenfelder ab. Putaro 2-3. Wieder der Anschluss. Leandro Putaro muss nur noch den Fuß hinhalten. Schon Doppelpacker beim 5-3 gegen Havelse am Montag. Hier profitiert er von der klasse Einzelleistung von Petkov. Auf der anderen Seite aber auch Freiburgs Innenverteidiger Max Rosenfelder, der hier alles andere als gut aussieht. Die Partie plötzlich wieder eng, Freiburg nur ab und an mit Entlastung. Inzwischen Emilio Kehrer für Torschütze Ontu Jans bei Freiburg drin. Hier ist er, Kehrer, Doppeltunnel, gleich gegen zwei Ferler. Dann noch der öffnende Pass auf Tauriainen in der Mitte, Engelhardt. Aber Tauriainen verdribbelt sich. Aber hier Kehrer
nochmal diese Szene. Pure Spielfreude. Die Hausherren dann mal über außen mit Kammerbauer. Nicht schlecht, einer der Erfahrenen beim SC, 65. Minute. Ansonsten fehlen die großen Chancen beim SC in der zweiten Hälfte. Ferl deutlich verbessert zur ersten Halbzeit, bleibt hier giftig und hat die nächste Chance wieder. Putaro aber genau in die Arme von Noah Atubolu. Bringt Freiburg den Dreier über die Ziellinie oder macht Capretti's Team doch noch den Ausgleich? Es gibt in der Nachspielzeit nochmal Ecke und Freiburg-Leihgabe. Tiede, der Keeper mit vorne. Lannert bringt sie rein. Und da ist Tiede. Atubolu behält im Torwartduell die Oberhand. Gegen die alten Kollegen fast der Last-Minute-Schock. Aber Freiburg bringt das 3-2 über die Zeit, auch fast ohne Profikader-Verstärkung. Ich glaube, um das geht es bei uns, dass wir möglichst viele Jungs oben haben und möglichst viele Jungs oben im Kader oder in der Startelf dann auch stehen. Und das ist an dem Wochenende der Fall in Wolfsburg. Deshalb freue ich mich für die Jungs, dass sie mitfahren konnten. Und das ist dann auch immer eine Chance für Jungs, die vielleicht unter der Woche über Wochen sehr gut trainieren. Und wenn die Jungs von oben kommen, dann nicht spielen. Und die haben heute gespielt und haben die Sache sehr gut gemacht. Freiburgs Nachwuchs schließt mit dem 4. Saisonsieg punktetechnisch zu Ferl auf. Ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg.